Macht gestalten, neue Strategien für Europas Außenpolitik. Im Gespräch der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Herr Ischinger, Sie haben jahrzehntelang als Diplomat, als Botschafter und in den letzten Jahren als Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz die transatlantischen Beziehungen begleitet, beobachtet, auch mitgestaltet. Wenn Sie heute auf das Verhältnis USA-Europa gucken, sind die an einem Tiefpunkt, die Beziehungen, angelangt? Sind die überhaupt noch en vogue? Braucht man diese Beziehungen? Sind sie das Fundament noch des westlichen Bündnisses? Also ich glaube, wir haben keinen Grund zu dramatisieren. Richtig aber ist, dass sich die Dinge massiv verändern. Vielleicht stärker, als wir es in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten erlebt haben. Klar ist, dass sich das amerikanische Interesse, aus Gründen, über die wir gerne sprechen können, stärker in den Pazifik, nach Asien verlegt. Klar ist, dass zum Beispiel in der Folge dieser Entscheidung die amerikanische militärische Präsenz in Europa weiter absinken wird. Aber ich denke, genauso klar ist, dass wertemäßig der Westen, sprich Europa und die USA als Kern des Westens, weiter gebraucht werden. Wo sonst soll Amerika sonst in der Zukunft seine Partner finden, als in Europa? Also mir ist eigentlich nicht Angst um die transatlantische Gemeinschaft. Die steht vor großen Fragen und Herausforderungen, aber ich glaube, die sind zu bewältigen. Amerika, Sie haben es gesagt, der amerikanische Präsident hat es betont, entdeckt verstärkt den pazifischen Raum, entdeckt China für sich. Ist aber China nicht eigentlich für die Amerikaner gar kein Partner, sondern Rivale, Konkurrent, Herausforderer? Persönlich bin ich der Meinung, dass dieses Denken über China in Kategorien der Rivalität oder gar der militärischen Rivalität, was wir immer wieder in Amerika sehen, dass das vielleicht mehr mit dem anstehenden Wahlkampf in den USA als mit echter, solider amerikanischer China-Politik zu tun hat. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass nach dem kommenden November, wenn sich die Dinge geklärt haben, eine amerikanische China-Politik sich entwickelt, die die Chancen eines kooperativen Miteinanders mit China stärker beleuchtet als diese eigentlich eingebildete militärische Rivalität. Das wäre meine Hoffnung. Und ich weiß, dass kluge Leute wie Henry Kissinger, der ein großer Experte in China-Angelegenheiten geworden ist über die Jahrzehnte, dass der diese Auffassung teilt. Wenn wir von hier aus mal auf die transatlantischen Beziehungen gucken, bröckelt auch der Kitt von der deutschen, von der europäischen Seite aus? Naja, ich glaube, es ist natürlich schon ein Autoritäts-, ein Glaubwürdigkeits-, ein Legitimationsverlust der USA eingetreten im Zuge der Bush-Jahre. Ich stelle fest, dass die junge Generation, ich habe selbst erwachsene und nicht erwachsene Kinder und spreche mit den Freunden dieser Kinder, ich sehe schon, dass man dort mit kritischeren Augen auf Entwicklungen in den USA schaut, die in der Tat für uns nicht nachvollziehbar sind. Ich kann auch nicht erklären, warum Guantanamo immer noch existiert. Also hier gibt es natürlich Friktionsursachen und unterschiedliche Prioritäten in der Rechtsauffassung, in der Auffassung von sozialer Gerechtigkeit, die problematisch sind, keine Frage. Eigentlich wissen alle außenpolitischen Experten, dass es für die Europäer ohne die Amerikaner nicht geht. Müssen sie trotzdem die Europäer, müssen auch die Deutschen sich neue Partner eventuell in dieser neuen globalisierten Welt suchen? Ich glaube, es wäre ganz falsch, falsch für die USA, aber vielleicht noch falscher für uns, wenn wir sagen würden, mit dieser transatlantischen Partnerschaft können wir nichts mehr anfangen. Die brauchen wir auch nicht mehr so dringlich, weil es eine Sowjetunion mit einer unmittelbaren Bedrohung für uns in dieser alten Form nicht mehr gibt. Nein, ich glaube, der Westen, ich glaube, die Partnerschaft zwischen Europa und den USA sollten wir als eine dauerhafte
als ein dauerhaftes Grundbestandteil unserer außenpolitischen, unserer Existenz in einer zunehmend vernetzten Welt betrachten. Deswegen lohnt es sich, in diese Partnerschaft zu investieren. Eins ist ganz sicher, wenn die Amerikaner beschließen, die Truppen hier zu reduzieren, wenn sie sich insgesamt auch militärpolitisch mehr in Richtung Pazifik hin bewegen, dann werden wir, wenn wir, wie Sie gesagt haben, investieren müssen, mehr Geld ausgeben müssen, unter anderem fürs Militär. Sehen Sie da irgendwo in Gesamteuropa eine Bereitschaft, auch wenn man weiß, dass es militärisch ohne die Amerikaner gar nicht geht? Wir müssen die Frage so stellen: Wieso hat Europa eigentlich bis heute darauf verzichtet, das Prinzip der Integration, also das Grundprinzip der Europäischen Union, auf die militärische Organisation anzuwenden? Wieso unterhalten 27 EU-Staaten, die meisten davon Kleinstaaten, jeder seine eigene unabhängige militärische Organisation mit Ausbildung, mit Ausrüstung, jeder macht sein eigenes Ding, mit unendlich viel Überlappungen, ohne die Nutzung von möglichen Synergieeffekten, wie man das technisch ausdrückt. Ich denke, da lässt sich viel Geld sparen. Mit anderen Worten, meine These wäre, nicht auf mehr Geld für Verteidigung hoffen, sondern mehr Zusammenlegen, mehr Integration von Ausbildung und Ausrüstung im militärischen Bereich, dann reicht der Verteidigungseuro weiter und führt schlussendlich auch zu mehr Glaubwürdigkeit und zu mehr Schlagkraft. Ist das überhaupt mit diesen militärischen Interventionen, ist die Ära eigentlich schon zu Ende, bevor sie wirklich begonnen hat? Also ich denke, wir leben jetzt zu Beginn des Jahres 2012 am Ende einer Dekade, am Ende von 10 Jahren militärischer Überdehnung und militärischer Selbstüberschätzung des Westens. Wir erleben jetzt eine Zeit der Beendigung von Kriegen. Afghanistan geht zu Ende, Irak ist schon zu Ende gegangen. Keiner hat Lust, solche langwierigen, kostspieligen, blutigen Dinge zu wiederholen. Ich glaube, hier beginnt eine neue Ära mit einem größeren Maß von kritischer Selbstbescheidung, was die Nutzung militärischer Mittel angeht. Aber ich glaube, selbst wenn Sie recht haben, und Sie haben natürlich recht, dass wir noch weit entfernt davon sind, eine wirklich schlagkräftige gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu haben. Immer wieder widerspricht zumindest einer, 3 oder 5 unter den 27 EU-Partnern. Die europäische Außenpolitik in den Umrissen, in denen es sie gegeben hat, war neben dem Fundament mit den USA ja immer von dem Verhältnis zu Russland geprägt. Ist aber, sagen wir mal, der arabische Aufbruch, der ja auch unglaubliche Chancen bietet, nicht viel eher ein Feld, mit dem sich die Europäer sehr viel intensiver beschäftigen müssten? Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von durchaus mehr oder weniger gleichwertigen außenpolitischen Spielfeldern oder Handlungsfeldern. Die Herausforderungen in der arabischen Welt sind neu und natürlich nicht weniger wichtig, in der Tat, wie Sie sagen. Mehrere Handlungsfelder gleichzeitig, große Herausforderung für ein Europa, das mühselig daran arbeitet, mit einer Stimme zu sprechen und das nur selten wirklich überzeugend schafft. Aber hier gilt das Prinzip Hoffnung. Und diese Themen werden auch in diesem Jahr wahrscheinlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz behandelt, die 1962 mal als Wehrkundetagung begann. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.